Ja, was da los? Hey Leute, hier ist wieder euer Benny von den Turbo Buddies zu einem neuen Call of Duty Black Ops 2 Tipps und Trick Video. Heute geht es darum, was ich euch für Tipps geben kann, wie ihr eure KD verbessern könnt. Und ja, um das soll es heute gehen. Und zuerst mal zum Gameplay hier im Hintergrund. Da ist ein Stellungsgameplay auf Raid und natürlich auch ein Nuklear-Gameplay erzielt mit der SMR. Und da habe ich den Schaft, das MMS-Visier und den Feuermodus dabei. Als Perks habe ich kugelsichere Weste, Zähigkeit und Taktikmaske dabei. Und noch eine normale Granate. Und ja, was kann ich euch jetzt für Tipps geben, wie ihr eure KD verbessern könnt? Im Prinzip ganz einfach, einfach mehr Leute töten, als man von denen getötet wird. Also mehr Kills erzielen als Deaths. So einfach kann man im Prinzip die KD verbessern, aber dahinter liegt natürlich viel mehr. Und ja, zuerst möchte ich aber allerdings mal meine eigene Meinung zu diesem ganzen KD-Gedöns ausdrücken. Ganz ehrlich, ich halte von diesem ganzen KD-Gelabere überhaupt nichts. Und meiner Meinung nach sagt das gar nicht mal so viel aus, ob jetzt der Spieler gut oder schlecht ist. Und ich kann euch nur erst eine sagen, setzt nicht eure Stats zurück, um dann nur vielleicht irgendwie eine bessere KD zu erspielen. Ich habe beispielsweise auch nur eine 2,46er KD und ja, wenn ich die KD zurücksetzen würde, würde sich meiner Meinung nach, ich würde jetzt nicht angeben, locker eine 4er KD ausgehen. Und dasselbe gilt auch für den Haubner. Aber wir machen es nicht, weil wir da einfach keinen Bock drauf haben, weil die KD einfach auch überhaupt nichts über den Spieler aussagt. Und ja, wir haben da lieber die ganzen Herausforderungen bei den Waffen geschafft, zum Beispiel, dass man alle Waffen auf Diamant hat. Und das ist uns, unserer Meinung nach, einfach wichtiger als so eine scheiß KD. Die sagt nämlich überhaupt nichts aus, ob ein Spieler gut oder schlecht ist. Ich habe schon Spieler gesehen, die haben eine 1,2er KD gehabt und die waren saustark. Ich habe auch schon Spieler gesehen, die haben eine 4er KD gehabt und die waren einfach sau schlecht, weil sie einfach nur gecampt haben. Und ja, da gibt es einfach alles Mögliche und ich kann euch nur den einen Tipp geben, kümmert euch nicht um die scheiß KD, die sagt einfach nicht aus, nichts aus, wie stark ein Spieler ist. Ihr könnt das ja dann in meinem Game beweisen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Tom meldet, ja du kannst ja gar nicht ziehen mit dem mal deine KD an, dann zockst du einfach gegen den und dann beweist du ihm einfach, ja du bist besser als er und ja, scheiß einfach auf die scheiß KD. Aber trotzdem, heute geht es ja darum, was kann ich euch für Tipps geben, um trotzdem, egal ob es jetzt scheißegal ist, die KD oder nicht, um trotzdem die KD zu verbessern, was ich euch dafür Tipps geben kann. Und das ganze Geheimnis liegt einfach daran, viele Kills erzielen und kaum Deaths. Also zum Beispiel ein Nuklear-Gameplay, da hat man ja 30 Waffenkills in Folge und dann nur ein paar Deaths. Also 30 Waffenkills in Folge und natürlich keinen Death. Und das geht es halt einfach wenig Deaths erzielen und viele Kills. Und das erfordert natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen ein defensiveres Spiel, aber nicht campen, denn das ist einfach langweilig und da kann dann auch jeder nur sagen, ja, da bringt einem seine ganze KD nichts und das ist dann im Prinzip ein schlechter Spieler. Vielleicht kommen wir gleich mal zu den Waffen. Was kann ich euch für Waffen empfehlen, um eine gute KD zu erreichen? Da kann ich euch mal ganz klar eines sagen, die Maschinenpistolen, also die SMGs, sind auf keinen Fall gut dafür geeignet, um eine hohe KD zu erreichen. Mit den SMGs muss man einfach offensiver spielen und ja, da verreckt man dann klarerweise auch häufiger. Deshalb kann ich euch dann nur Waffen von den Sturmgewehren und von den LMGs empfehlen. Warum nur von diesen zwei Waffenkategorien? Ganz einfach, mit den zwei Waffenkategorien kann man einfach nicht ganz so offensiv spielen als wie mit den SMGs. Also da darf man auch gar nicht so offensiv spielen, als wie man es mit den SMGs muss. Und ja, deshalb hat man einfach automatisch ein bisschen einen defensiveren Spielstil und holt die Leute dann eher mal auf Long Range weg. Und ja, da verbessert, dann bekommt man natürlich mehr Kills, als man Deaths hat. Das liegt dann einfach ganz klar daran, man kommt nicht immer so oft in irgendwelche Duelle, wo 2 gegen 1 ist oder irgend sowas, dass irgendwelche Gegner von hinten kommen, wenn man ein bisschen defensiver spielt. Und deshalb stirbt man auch automatisch nicht so oft und erreicht natürlich dadurch eine bessere KD. Der eine Punkt sind natürlich die Waffen, der andere Punkt sind die Scorestreaks. Die Scorestreaks zählen ja natürlich auch zur KD dazu und deshalb kann ich dann nur Scorestreaks empfehlen, die wirklich viele Kills machen und da zahlt sich zumindest der Loadstar wirklich aus oder auch die Vitol-Einheit. Und ja, ich kann auch die Escort-Drohne empfehlen, also wirklich einfach Scorestreaks mitnehmen, die viele Kills machen und dann einfach versuchen, wirklich nicht zu oft zu sterben. Und ja, dadurch wird dann eure KD wirklich automatisch nach oben gehen, wirklich ein bisschen defensiver spielen, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und einfach versuchen, so wenig wie oft zu sterben, taktisch klug zu spielen, eher wirklich defensiv, aber nicht campen, weil das ist einfach nur uncool und dann seid ihr wirklich ein schlechter Spieler. Und ja, ihr seht es ja, glaube ich, hier im Gameplay wirklich gut. Ich campe da nicht, laufe rum und spiele eher defensiv. Trickse die Gegner teilweise wirklich aus und ja, erreiche irgendwie so ganz leicht mein Nuklear und die Gegner haben ja wirklich kaum eine Chance.
Ja, recht viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ich könnte jetzt nur auch sagen, ja, nehmt euch ein paar gute Leute mit, dass ihr ein gutes Team habt, das seid ihr natürlich auch automatisch besser. Ich könnte euch nur natürlich auch noch sagen, spielt mit ein paar overpowerten Waffen, wie hier gerade die AN, vielleicht noch mit Zielsucher, ja. Oder ja, gibt es noch viele weitere Tipps, aber ich denke mal, im Prinzip sind es die, was ich aufgezählt habe, also defensiv spielen, die Waffe von der richtigen Klasse und ja, taktisch klug spielen und das war's im Prinzip. Und das soll es eigentlich schon wieder von diesem Tipps und Tricks Commentary Tipps Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und besucht uns doch mal auf Facebook. Der Link ist in der Videobeschreibung und wenn ihr wollt, könnt ihr auch unserer Steam-Gruppe beitreten. Das würde uns wirklich freuen. Und ja, wie gesagt, auch auf Facebook, da erfährt ihr mal alle neuesten News, was es gibt bei uns. Und ja, das soll es gewesen sein. Vergesst bitte nicht auf die Bewertung des Videos und schreibt mal eure Meinung über die KD, über das ganze KD-Gedöns rein. Ja, ist der jetzt gut oder nicht? Und ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Come on.